today. Now we will go one floor down by stairs. We will see our most fancy floor. Of course, it will be marketing floor. Yes, so we will see how our designer works, how it's like the atmosphere here in the marketing creative service. After that, we will go to our small museum on the fourth floor. So also we have two additional offices. Like, unfortunately, this building, it's not enough for the, all of our gamers in the Minsk. Yes, we have two additional offices. One of these is like the L1 services, so it's all dedicated to our service. To our service desk, to our help desk, etc., etc. The second floor is also for some maintenance services. So these guys are completely introverts. So and we are not like bothering them all the time. So in this office, there are sitting all developments, including mobile development. All customer relation services, all marketing services, so everything related to our products. So let's go. Here we have all marketing services. We have almost 300 people that are hardly working on the all creative concept, on the designs, on the key art that you like that you see, that they're preparing landing, special projects, VR entertainment. So this is the funniest people in the company and the most creative one. So like if you will see from the another, I'm sorry guys. So if you will see like it's not a really good view all over the city, because unfortunately Minsk it's not big enough and not much buildings that can fit all of our gamers. So we are in the really far point of the city. So here we have our motto that we deliver: legendary online games globally with passion. Also, by the way, all boxes are boxes, and I'm trying to find out who hiding what in these boxes, so you can move it. Super excited to have you here, guys. Thank you very much for coming, and I really hope that you are going to like the graphical improvements, because it's something that we truly love. And are you going to take the guys actually to the art room? Yeah, I'm planning. Let's go. Yeah, let's go, because like that, you will see where it's cooking, and that's Davide who should be interviewed, not me. So all the maps are actually coming from this room, the room next door, and the engine park is on that side. Unfortunately, we are just starting. Okay. So, like, majority of the stuff you will see is coming actually from these guys. These guys are helping to make it actually happen, from managing it all the way to props. You should take her, not me actually. these people are the guys who are doing it. So, maybe if you want to actually talk with them about some stuff, like, please. Like Alexey, Lin will take the guys to see HD maps and to talk. Awesome, because then you will actually really see the people who are doing it. You can see that there is still something in development and behind. So of course we are not done. Yeah. So this is like event managers. Also we have a small museum, so let me briefly explain what does it mean. So every month we are held in a contest. Don't hesitate to open and have a photo, like I believe you're the smart one. Yeah, so having a contest, for example, Cosmo tanks, wool tanks, is it the English word, slippers, right? Slippers. Yeah, slippers. Yeah, tank slippers. Like, this is my favorite one, clothes for the animals, no touching, don't worry. Like, this is the kitty tank for kitty. Oh, that's amazing. Yeah, I love it so much. So, unfortunately, they didn't send us a kitty. Yes, only the clothes. I would like to see the kitty on the photo as well. He's so cute. Yes, so, and this is not even the best places. So we ask our players to send something to our museum. If the guys agreed, this is like cool. If it's like their work, they worked so hard on it, okay, we are just okay if they have no opportunity. Ooh, to send it to us. So thanks from matches, it's all handwork, all made by our players.
One of my favorite pillow here, scratched with scalpel. Is it the English word also, right? Scalpel. So this is a surgery man, like the surgery man from Chelyabinsk made it and scratched with scalpel. His word of tank fan. Wow. Yes, it was pillow contest. So, Pavel will kill me if I will ruin something. So also we have here my also favorite one. It's there were a clock contest, a watch contest. So this is a prototype. So you see, this is like hours. This is a minutes. Unfortunately, it's only prototype. So wow. These trunks should like move in with the time. So I've sent some of the pictures to the fabric to China we are working with and asked them if they can produce the real one. Unfortunately, it's not so easy as I thought. Yes, but this is like very, very, really cool idea. I like it. So some more watches, and of course the main one is the flying mouse. It's weight more than 30 kilos. So it's coming together? Hmm? Sorry? So it's coming together? Maybe. One more soon? Yeah, so it was shipped by from Ukraine by parts because it's too heavy. So this is the contest winner of the flying tanks. You can move it, like, this is easy to help. So, what do we have else here? It's not light. It's the contest of the light, so it's working. I was trying to bring it to my home. I were not allowed to do it, unfortunately. So also here. I'm Alexei Tomanov. I'm audio team lead in Minsk on World of Tanks and World of Tanks Blitz, World of Tanks PC and World of Tanks Blitz. And I just show you our room where we work, where we make the sound magic. So here is one of our composers sitting, and he's also expert sound designer in the same time. Here is we have six people at all, and everyone can make the music, can create music, but we use just three people as composers here, and all the people can make the sound design for tanks. So hier haben wir so jetzt mal das Aufnahmestudio von Wargaming gesehen, wo auch sämtliche Soundtracks gemacht werden. Und es findet ja auch jetzt gerade der Tankfaktor-Wettbewerb statt. Und das ist auch die Jury davon. Das heißt also, die Jungs entscheiden auch, wer nachher gewinnen wird. Ich selber mache da ja auch mit. Und ja, also wenn Musiker unter euch sind, macht da echt mal mit. Also es ist eine tolle Sache. Geht ja um den Intro-Song von World of Tanks. Ich bin mal gespannt, was rauskommt. Also auch, ja, was alle nachher von meiner Version davon halten werden. Schauen wir mal. Jetzt gibt es gleich noch einmal eine Live-Aufführung von dem Song von Akira Yamaoka zur neuen japanischen Flotte.
Tage geht ja jetzt auch der Sandbox-Server live und hier sieht man schon mal nur mit dem Telefon erstmal abgefilmtes Material direkt aus dem Entwicklerstudio. Das heißt, da durften wir dann mal die HDMI erstmal ein bisschen antesten und da sieht man also schon, wie das gleich mal aussieht. Also hier mit den Blättern hat mich völlig fasziniert und überhaupt die ganze Umgebung. Also man sieht wirklich, dass es abgefilmt ist. Ist also kein reines Videomaterial. Aber man sieht schon, ne, wie die Maps da wirklich aussehen. Also es ist jetzt wirklich El Haluf, ne? Und man hat das Gefühl, es sind komplett andere, ja, was heißt andere Maps geworden. Aber man hat schon den Eindruck so, wow, das wirft einen echt um. Und also was wir gemerkt haben, ist, dass sich wirklich viele Spielstile auch wirklich arg ändern werden. Es wurden die Maps ja komplett dem alten Design, ja, entnommen zwar, aber komplett trotzdem neu moduliert in der Hinsicht. Das heißt, es wurde alles neu gebaut auf dem Vordruck der alten Map. Also rein optisch, muss ich ganz ehrlich sagen, haben sie mich echt umgeworfen, muss man ganz ehrlich sagen. Also das ist wirklich, die Maps sehen einfach toll aus. Da gibt es auch kein Wenn und Aber. Man muss jetzt einfach mal gucken, ja, wie sind sie spielbar, welche Bugs sind wirklich noch drin, ist das mit dem Climben wirklich weg? Also wir haben einige Stellen, Positionen gefunden, wo es noch möglich war. Ich hoffe dringendst, dass das noch bis zum wirklich offiziellen Release gefixt wird. Da versprochen worden ist, dass das Climbing aus dem Spiel entfernt wird mit den HD-Maps. Ich hoffe es mal. Ansonsten, wie gesagt, Design der Maps, absoluten Daumen nach oben. Sollte das Climbing nicht drauf sein, gibt es doch von mir auch einen Daumen dafür echt nach unten, weil das dürfte nicht sein. Hier sehen wir noch einmal die Q&A-Session, wo wir halt uns auch danach noch drüber unterhalten haben, ja, was wir von den Maps halten und so weiter. Und da sind, wie gesagt, diese Sachen auch mit eingeflossen. Also, dass wir gesagt haben, ne, die sind wunderschön, diese Maps, aber ihr müsst das mit dem Climbing absolut in den Griff kriegen. Es kann nicht sein, dass man auf Minen zum Beispiel, ganz oben links, wirklich auf den höchsten Punkt der Karte fahren kann. Das darf nicht sein. Also, da muss dringend nachgebessert werden. Ansonsten, wie gesagt, rein von der Optik, mich hat es wirklich umgehauen. Ne? Also, das sieht echt toll aus. Was das Schöne ist, es soll auf allen Rechnern laufen, die auf denen jetzt auch World of Tanks läuft. Und es wird einfach nur ein Grafikauswahlpunkt mehr dazukommen. Ne, das heißt, also man hat ja jetzt, kann ja jetzt bis, ich weiß nicht, Maximum ist es nicht, aber Grafikeinstellung, glaube ich, hoch oder sowas wählen, dann kann man halt auf sehr hoch gehen. Also man kann einen Punkt mehr mitnehmen, um halt dann diese ganzen Settings da alles mit einzustellen. Tja, wollen wir mal hoffen, dass sie, wie gesagt, die Fehler noch ausmerzen werden. Erster Eindruck war sehr gut, aber man kann es wirklich erst beurteilen, wenn es auf dem Live-Server ist. Der Sandbox geht ja heute online und dementsprechend wollen wir mal hoffen, ja, dass es alles wird. Ja, ansonsten, was bleibt noch zu sagen? Es war ein sehr toller Trip nach Minsk, also eine wunderschöne Stadt, sehr sauber, sehr grün. Hat echt Spaß gemacht. Ich habe ja noch so ein paar Fotos aus dem Museum. Wir sind am zweiten Tag noch im Museum gewesen und haben uns noch ein bisschen umgeguckt, haben noch eine Stadtrundfahrt gemacht. Das war also schon sehr schön, haben uns auch das Wargaming-Gebäude selber mal ein bisschen natürlich angeguckt. Ich hatte noch das ganz große Glück gehabt, dass mich Irina, die ich auf der Gamescom kennengelernt hatte, von der Wargaming Marketing Abteilung, mit dem Audio-Team bekannt gemacht hatte. Und da durfte ich dann alleine nochmal hochgehen. Und das war das, wo der Alexei mich da mal rumgeführt hatte. Also wie gesagt, wer Bock hat, macht bei dem Tankfaktor-Wettbewerb mit. Wäre schön, wenn da wirklich viele tolle Mucke rauskommt. Also ich bin selber, weil ich bin da selber Musiker und mich interessiert es wirklich, was dabei rauskommt. Von daher schauen wir einfach mal und ja, wie gesagt, in den nächsten Tagen, denke ich mal, wird noch ein bisschen mehr Q&A kommen. Ich habe gesehen, es wurde auf jeden Fall schon was released. Mal sehen, was davon komplett veröffentlicht wird, was man benutzen darf und so weiter. Aber ansonsten, ja, ich kann mich nur bedanken, dass die Chance ermöglicht worden ist, dass ich mal nach Minsk fahren konnte, weil das war eine Erfahrung wert, waren 2 oder 3 wundervolle Tage. Und in dem Sinne sage ich jetzt auch mal, macht's gut, bleibt gesund und bis dahin. Ciao. Never fall.